Ich will jetzt erstmal sagen, ja. Alter! Scheiße! Ich hab mich schon gewundert, warum ich so nach oben gehe. Fuck, 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 okay. Okay. Ein bisschen Energie wäre echt ganz geil. Langsam. Lauf mich zu fotografieren, du Sack. Halt die Fresse. Du bist auch tot. Meine Herren. Hier ist was los, du. Aber durchatmen. Okay. Komme ich an die Munition ran? Das ist für mich das Wichtigste. Ja, so ein bisschen schon, ne? Oh ne, jetzt höre ich hier schon wieder den Helikopter. Ich bin ja schon fast tot. Smoke, smoke, weed, weed, every day. Ja, okay, warten wir erstmal, bis der Dampf sich verdampft hat. Zwei. Oh! Interessiert mich alles nicht. Ja. Da guck ich, sehe sie. Na gut. Ja gut, auf jeden Fall die eine Stelle deutlich effektiver gestalten müssen. Und nicht 600 Mal getroffen werden. Woran lag das denn? Was war da los? Warum war ich mit der Situation so unfassbar überfordert? Schwächst das nicht? Ich kann euch das nicht sagen. Und Flupper! Ja, komm, es reicht. Es reicht! Und Hepper! Jetzt hier wieder einmal zurück und springen und hüpp. Ich habe gerade gespeichert, du Vollpfosten. Dass ich keine Deckung gesucht habe vielleicht? Weil zwei sind ja jetzt schon kaputt. Kaporski. Ich weiß nicht, was mich da so gebumst hat. Der ist tot. Das Ding da oben tut mir ja nichts, außer mich zu fotografieren. Ach, die setzen die auch noch ab, die Schweine. Ja, komm ruhig her. Ein bisschen Baseball spielen oder was? Wo ist der? Ha! Okay, das war doch mal wirklich deutlich besser. Oder? Gut. Ich muss auf jeden Fall merken, dass nach unten hin das Brecheisen ist. Also wenn ich nach unten zeige. Waffenwechsel übrigens mit dem digitalen Steuerkreuz, habe ich glaube ich schon erwähnt. 45 Schuss, oh my goodness. Ist geil. Egal. Dann gehen wir halt nochmal dahin. Das sind nur Holzsplitter. Ui! Ja, das ist so fies, dass es hier auch noch mitten da ist, wo der Dampf ist, ne? Das ist echt nicht nett, sag ich euch. Machen wir nochmal. Ich glaube nur, dass der weg ist. Wow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Entschuldigung. Ja, mal kurz sehen hier. Zack. Pfft. Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Hä? Ah! Nee, doch hier, oder? Oh, Krankenwagen. 10 nach 8. Sehr früh. Was ist mit denen passiert? Warum haben die alle kein Gesicht mehr?
Das war eine rhetorische Frage, bitte nicht beantworten, was spoilert mich ja wahrscheinlich dann, ne? Also bitte, bitte nicht antworten. Tut es nicht. Okay. Könnte ich hier lang? Ich weiß nicht, wo ich lang. Oh. Ah. Ja, wie schön, dass ich jetzt einfach mal kein Licht mehr hab, ne? Oh! Oh nein, ich möchte nicht schwimmen. Vor allem, das ist erstmal Wasser und dann auch noch Wasser und Dunkelheit. Oh mein Gott. Okay. Was? Das ist ja stimmt. Ja, ich habe nach oben gezeigt. Das war blöd. Ich muss natürlich X gedrückt halten. Ist ja klar. Wo kann ich... Ach, guck mal, wie praktisch. Ich habe den Leiter direkt gefunden. What the fuck? Die, motherfucker. Surprise, motherfucker. Okay. Weiter geht's. Und wieder ein Fluchtweg gefunden. Mega. Nein. Okay, nicht noch was. Von hinten. Ihr kleinen Schwanzlutscher. Was wollt ihr von mir? Hm? Ist wieder irgendwas explodiert, oder? Ihr Schweine! Ich habe euch gar nicht gesehen. Kommt her, kommt her. Pam! Noch eine? Arschloch, ey. So richtige Drecksviecher sind das. Okay, und der letzte. So. Leckt mich am Arsch. Und zwar alle. Ich hatte zwar keine Energie mehr, deswegen speichere ich jetzt nämlich auch nicht ab. Schon wieder drei Stück. Drei Stück schon wieder. Es ist doch krank. Es ist krank. Ja gut, dann sollte ich vielleicht doch mal versuchen abzuschießen. Ui, 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 ui. Nee, die Dinger sind nervig. Da wäre eine Shotgun ganz geil, die so ein bisschen streut. Die man, also das, dass man die halt auf jeden Fall irgendwie dann immer trifft. Dass die dann so ein bisschen zurückwanken. Ach, hier war ich, okay. Ja, den Weg kenne ich ja jetzt so ein bisschen. Nein. Ich habe doch gerade schnell gespeichert, du Ochse. Die Energie lassen wir natürlich nicht nehmen. So klar. So. Einfach durchrennen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh. Ha! Wie geil war das denn? Ich würde sagen, habe ich alles richtig gemacht, oder? Moment, Moment. Penner. Spawnen die endlos? Ich weiß es nicht. Tot ist er. Alter, okay. Okay, okay. Okay, das war ganz schön knapp. Das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn ich einfach getroffen hätte. Aber es war jetzt einfach nur das Gegenprinzip. Alter, wie schnell aber die Munition von dem SMG runtergeht, ne? Das ist schon krass. Okay, was erwartet man bei Vollautomatik? Ui, ist das dunkel. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
So, hier kann ich auf jeden Fall mal zwischenspeichern. Moment. Dankeschön. Schau mal einer, guck. Bin ich jetzt drin? Ja, bin ich okay. Superb! Oh, ich dachte schon, was ist das für lustige Eier? Puff. Was? Wie? Auf damit. Okay. Ihr wollt spielen? Ich aber nicht. Ich will eine Kettenreaktion provozieren. Cool. Aua. Okay, ich habe mich selbst auf jeden Fall ziemlich gut erwischt. Oh no. Ey, Dinger sind echt super nervig, kann das sein? Halt die Fresse, ey. Oh, diese Ruhe. Oh, es tut richtig gut. Ich höre schon wieder was. Muss das sein? Wo kommt ihr denn her, sag mal? Dass das so gut funktioniert hat, wundert mich gerade ein bisschen. Ah, okay. Na, vielleicht soll ich da ein bisschen vorsichtiger mit den Geräten sein. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Mannschnitter-Viecher. Ich speichere jetzt auch garantiert nicht ab, weil es ist deutlich zu wenig Energie. Kann ich glaube ich direkt runter. Was machst du da? Ich habe gerade nichts gedrückt. Ich schwöre, ich war da wirklich nicht. Oh, Energie. Energie. Okay. Meinst du, kriegst du das noch irgendwann mal hin, Gordon, dass du dann einfach mal auf der Oberfläche bleibst? Was kann ich hier tun? Ich weiß nicht mal, wo ich herkomme. Das ist das Schlimme. Ah, guck mal, das ist ein Ventil. Da muss ich bestimmt hin. Ein Valve. Ich hätte mich auch damals, als ich den ersten Teil gezockt habe, auch echt ein bisschen mit Half-Life beschäftigt, weil es mich dann irgendwie dann doch alles fasziniert hat, wie sich die Serie entwickelt hat und so. Und dieses Lambda-Zeichen, was ihr da immer seht, ich hoffe mal, das ist nicht nur gefährliches Halbwissen, sondern es ist auch ausnahmsweise mal die Wahrheit, wenn ich was sage. Das ist, glaube ich, das Zeichen für die Physik, für die Halbwertszeit, oder? Kann das sein? Ich sage einfach mal ja. Oh! Okay. Dankeschön. Kam ich vorhin nicht an die Leiter ran? Dann kam ich da vielleicht sogar her. Oh, geh mir doch nicht auf den Sack. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das Böse ist halt, das sind halt Gegner. Die kosten Munition. Die geben mir aber nichts wieder. Die Soldaten-Spackos geben mir natürlich Munition zurück. Das ist Investition, ne? Und ich krieg wieder was wieder. Aber hier? Ne. Also ich habe es noch nicht ganz so gerallt, was mir das jetzt gebracht hat. Aber es wird schon seinen Sinn gehabt haben. Nee. Keine Ahnung. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. So. Wo auch immer das dann jetzt sein wird. Oh, da hinten ist Energie. Ah, ich hab schon 100. Ah, doch. Moment. Weil hier gab es doch. Na, da komme ich doch nicht hin. Schade.
Das ist auch dicht. Weil wir schwimmen nochmal durch das Röhrchen da unten. Irgendwie kommen wir da bestimmt wieder hin. Oder auch nicht. Okay. Das Schlimme ist, es hat jetzt ja nicht mal den Weg für einfach da oben hinzukommen. Wir müssen ja trotzdem wieder über die Leiter und über das Rohr dann.